Es ist unsere Heimat, Wald. Ganz ursprünglich als Primaten sind wir ja vom Wald geprägt worden. Deswegen haben wir noch wie die kleinen Lurche, 5 Finger, weil wir da durch die Äste geklettert haben. Und deswegen haben wir bipolare Vision, dass wir Tiefe schätzen können. Deswegen haben wir Farbsehen. Also wir können Farben sehen, was viele Tiere nicht können. Weil in dem Grün konnten wir dann das Orange oder Rot oder Purpur von Obst erkennen. Also das liegt 20 Millionen Jahre zurück im Miozän. Der Wald hat uns geprägt und überhaupt die Natur. Dann später, als der Wald weniger wurde und die stärkeren Affen uns rausgeschmissen haben, dann lernten wir auf 2 Füßen gehen und da hat uns die Savanne geprägt. Und unmittelbar unsere Kulturen in Nord-, Nordwest-, Nordosteuropa, bei den Kelten, den Germanen, den Slawen, den Balten, bis nach Sibirien hinein, das war ja ein Waldökotop. Und der Wald war für sie immer heilig, war Heimat, war Zuhause. Man fühlt sich wohl im Wald, man fühlt sich geborgen im Wald. Und also das ist, was Wald auch bedeutet. Es ist eine Heimat der Seele. Ein Wald ist wie ein Organismus. Und dieser Organismus hat Bewusstsein. Ich merke das, wenn Kahlschlag irgendwo ist oder wenn alte Bäume gefällt werden, dann sterben andere oder werden in Mitleidenschaft gezogen. Also weit entfernt, plötzlich fangen andere alte Bäume an zu sterben. Dann sagt man, ja, ist Borkenkäferbefall oder so. Man hat immer eine rationelle Erklärung. Aber sie teilen ein Kraftfeld. Bäume sind miteinander verbunden. In der Erde über, nicht nur über die Wurzeln, sondern vor allem über die Pilze. Und ein Pilz wie ein Hallimasch, das hat man ganz genau erforscht, ein Hallimasch 600 Hektar bedeckt er. Und das sind ganz feine Fäden. Das, was wir Pilze nennen, sind nur die Fruchtkörper. Und diese Pilze geben den Bäumen Wachstumsstoffe. Und sie geben denen seltene Mineralien, eben Phosphor oder sowas. Und wenn es trocken ist, transportieren sie Wasser zu den Bäumen, zu den Wurzelspitzen. Und auf diese Weise sind alle Bäume energetisch und sogar physisch miteinander verbunden und bilden eine Einheit. Und das ist so, wie Aristoteles schon erkannte, als haben sie das Hirn, ihr Nervensystem in der Erde. Und Bäume sind wie umgekehrte Wesen. Sie haben ja ihre Blüten nach oben, also ihre Fortpflanzungsorgane. Und das Grün funktioniert einerseits wie die Lunge zum Gasaustausch, aber es ist umgekehrt wie bei uns Menschen. Hauptsächlich geben sie Sauerstoff ab und nehmen Kohlenstoff auf. Wir geben Kohlenstoff ab und nehmen Sauerstoff auf. Das ist eine Ergänzung. Und so, und alle Pflanzen und alle Tiere in einem Wald sind Teil dieses Organismus oder dieses Biotop. Und es ist ein heftiger Einschlag, wenn man da einige herausnimmt.